Hallo meine Freunde und willkommen zu einer Folge hier auf cosmicpvp.com. Heute habe ich die Aufnahme mal zu einem Zeitpunkt gestartet, der vielleicht ganz cool ist. Und zwar gibt es hier die Envoy-Events, wo Kisten in der Warzone spawnen. Und da ist richtig geile Loot drin. Und ich bin eigentlich gerade nur daran, ein paar Sachen zu verkaufen. Wie ich zu denen gekommen bin, erkläre ich dann. Nachher zeige ich euch gleich nachher. Und in der Zeit, wie ich hier warte, will ich ein paar Sachen ansprechen. Und zwar einmal gestern in meiner letzten Folge von Sky Factory 2 hat man im Chat so gelesen, given 64 Stark Steel und Eisenblöcke an den Nekromanten. Und, oh, geh da weg, Mann. Tja, dann kam es so in den Kommentaren, also ich dachte so, okay, das bemerkt eh niemand. Zwei Leute haben es dann doch bemerkt und sind dann zu dem Schluss gekommen, was ich auch machen würde. Der cheatet doch. Ich habe theoretisch ja schon gecheatet, aber meiner Meinung nach war das legitim, denn ich habe mir nichts dazu gecheatet, sondern ich habe in dieser Folge ja den Hammerer gebaut und dumme Geschichte, ich habe aufgenommen, wie ich den Hammerer gemacht habe. Sag mir meine Speicherplatte. Nee, du hast nicht genug Speicherplatten, meine Festplatte. Was mache ich natürlich? Lösche Videodateien, weil die halt immer ziemlich groß sind und ich da so einen extra kleinen Speicherraum dafür habe, angelegt habe. Und lösche dabei natürlich auch, ich bin ja ich, die Sache, wo ich den Hammerer gebaut habe. Ich hatte den bereits gebaut. Und dann merke ich so, verdammt, jetzt habe ich nicht mehr genügend Materialien dafür. Komm. Oh, Wirdewind, okay. Jetzt kommt es, Warp Desert. Ich gehe einfach mal in Desert rein. Da, wo so die meisten Truhen überhaupt sind. Und da sehe ich auch gleich die erste Truhe. Kaputt schlagen, nur Schrott. Und ich hoffe einfach, dass ich nicht sterbe. Und da ist gerade eine coole Person ohne Equipment, die merkwürdig krass springt. Und da hinten ist jemand, vor dem ich schon ein bisschen Angst habe. Darum renne ich vor dem einfach mal weg. Mal gucken, ob hier um das Dorf drumherum noch Kisten sind. Das war das, was ich euch zeigen wollte. Diese Kisten-Events. Okay, nee, um das Dorf drumherum ist gerade nichts. Na gut, eine Kiste. Das war so ziemlich das schlechteste Envoy, was ich heute und in den letzten zwei Tagen hatte. Naja. Ich habe immer Angst, dass ich hier drinnen getötet werde. Ich habe gerade mein bestes Equipment mit, inklusive meiner Plünderung 3 Axt und meiner Effizienz-Spitzhacke. Hoffentlich sterbe ich nicht. Aber okay, ich glaube, viele bekomme ich nicht mehr. Also gehe ich zum Spawn zurück. Beziehungsweise zum Shop. Verkauf weiter, erklär weiter. Ja. Ich habe mir das dann halt gecheatet, weil ich das Zeug schon gecraftet hatte, es nicht zurückcraften konnte und ich nicht mehr genug Materialien hatte, das dann für die Folge zu machen. Also, ich habe mir die Materialien nicht gecheatet, damit ich sie habe, sondern ich habe praktisch mir die Materialien von dem Hammerer zurückgecheatet, weil ich die ja schon mal reingesteckt habe und den nicht wieder auseinander konnte. Okay, die nächste Sache ist, hier auf Cosmic PvP, wie kann ich so viel Geld machen? Tja, Geld machen kann ich durch genau solche Sachen wie das hier gerade. Einmal das Envoy, da muss man halt Glück haben und aufpassen, dass man nicht getötet wird. Und dann würde ich empfehlen, wenn man nicht so gut ist, sich auch immer schnell auszuloggen. Oh nice, ja gut, wenn der das nicht braucht, dann zeige ich euch damit gleich was. Also wenn ihr irgendwas findet, am besten in der PV1 saven und sobald ihr jemanden seht, einfach instant ausloggen. Ich weiß, ausloggen ist eine Pussy-Taktik, aber
Ich würde das trotzdem am Anfang empfehlen. Ich mache es auch jetzt noch manchmal. Dann habt ihr Zeug aus dem Envoy. Das könnt ihr dann im AH verkaufen. Und ansonsten liegen hier am Spawn so manchmal Sachen rum. Und die Sachen immer aufsammeln, hier zu diesem Cosmic Tinkerer gehen. Dann könnt ihr diese Sachen gegen XPs eintauschen, nur die verzauberten. Aber ihr könnt sie eintauschen gegen XPs. Hier. Und wir haben jetzt hier, kann ich nicht lesen hier. 192 XPs. Warte, nach hier, genau. 265 und das. Na gut. Und dann könnt ihr die Teile nehmen und im AH verkaufen. Oder wie ich pfeife die mir jetzt rein. Und dann könnt ihr hier bei dem Cosmic Enchanter dann für eure Level mit X/XP könnt ihr sehen, wie viel XP ihr habt. Bücher kaufen, die ihr öffnen könnt oder verkaufen könnt. So ein Legendary Book ist etwa 150.000. Nee, warte. Legendary Book ist 200k rum wert. Und da könnt ihr jetzt ausrechnen, wie viel die anderen so in etwa wert sind. Und so macht man einerseits Geld. Ansonsten kann man noch natürlich über Spawner, die man selbst schon hat, Geld bekommen. Oder aber indem man tradet. Das ist auch immer sehr effektiv. Und der letzte Punkt ist in Slash Wild gehen und Spawner finden. Wenn man dran gefunden hat, so wie XMPengu, dann kann man die auch abbauen, ohne dass man dafür TNTs braucht. Okay, gehen wir mal ins Home. Denn da kommt die nächste coole Überraschung. Also erstmal hier so, sieht alles ganz normal aus, außer hier unsere Trophäenwand von Spielerköpfen. Und hier der Tinkerer, in den Tinkerer kommen immer jede Menge Bücher rein. Hier diese ganzen Kisten sind immer noch unordentlich. Und jetzt will ich euch zeigen, was ich hier gemacht habe. Das sind nämlich meine Erfahrungen aus den letzten 2 Tagen von den Envoys. Da sind teilweise schon richtig geile Sachen drin. Ja gut, das hier ist ganz cool. Viele coole Sachen. Hier, die Schuhe sind noch gut. Also es sind hier ein paar coole Sachen dabei, auch Smaragdblock, der ist auch ganz nice. Und hier Pigspawner, Sheepspawner, Chickenspawner, ein paar Schwerter und natürlich dieses Schwert und diese Rüstung hier. Und jetzt kommt das Beste. War da gerade ein Kopf? Ja. Den packe ich mal schnell an unsere Trophäenwand. Jetzt kommt das Beste. Und zwar nach oben. Also erstmal dieses Teil hier, das wird später mein Itemaufzug, denn ich baue ein automatisches Lagersystem. Da soll ein Itemaufzug nach oben gehen. Hier. Hier seht ihr jetzt unseren Schreine. Das ist ein super, richtig krass kompaktes System, woran ich irgendwie 2 Tage lang getüftelt habe. Und ja, ich zeige euch erstmal den Eisengolem-Spawner, denn wir haben 2 Eisengolem-Spawner. Ich baue hier mal schnell das Obsidian ab. Hatte Superbreaker aktivieren. Wir haben 2 Eisengolem-Spawner, das heißt, der ist jetzt infinit, also unendlich. Die Eisengolem-Spawnen schneller als sie sterben hier. 2 Iron-Golem-Spawner und halt der übliche Griner dazu. Die fallen hier rein und mal gucken, wie viel Eisen das sind. Ja, da kam schon wieder etliches zusammen. Wir haben hier gerade einen zweiten Account AFK stehen, hier, da unten drin sieht man das. Und darum zeige ich euch jetzt hier gleich mal die Kompaktheit von dem System, denn ich bin so stolz darauf. Ich finde das richtig genial gemacht. Also erstmal, hier unten drinne hat man einen AFK-Pool. Ey, ich will hier rein. AFK-Pool. Mit einem kleinen Fenster nach draußen, das ist nur Deko. Ansonsten, hier hinten hat man Zombies, Skelette und Zombie-Pigments, die man dann cool töten kann und den Stuff bekommt. Und, oh lol, da sollten keine Spinnen sein. Okay, das ist immer noch ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich das beheben kann, aber so die paar Mal, das war jetzt halt Vorführeffekt. Ansonsten kommt hier der Spinnengrinder hin. Da gibt es diese nice Cave-Spawners und die sind so geil. Guckt euch an, wie cool man die grinden kann. Ich one-hitte die halt mit dieser Axt und man bekommt so viele Experience, das ist echt krass. Dann bekommt man auch so viele Strings und sowas, was ich vorhin schon verkauft habe. Ich habe hier Plünderung 3 auf der Axt und das ist einfach so mega geil, was man da alles rausbekommt. Und der hier ist auch schon fast infinit, also wir brauchen noch 5 Caves bei der Spawner und dann haben wir den auch nahezu infinit. Also zumindest mit den Klicks pro Sekunde, die ich schaffe. Wenn man jetzt irgendwie mit, keine Ahnung, 30 Klicks pro Sekunde die tötet, dann gehen die bestimmt auch mit 5 Spawnern mehr nicht direkt tot. Aber so hier sind die schon ziemlich infinit. Hallo? Okay.
Hier drüben die Spawner, ja, auch so. Außer die Spinnen, die kapiere ich irgendwie gerade gar nicht. Kann es sein, dass die da drin rumbacken oder sowas? Ich glaube, es sollte nicht so sein. Los Spinnen, oh lol, das sind halt 66 Spinnen. Habe ich jetzt hier reingekriegt? Ja, genau. Okay. Dann töte ich die hier einfach mal oder ich brenne sie an, denn das ist richtig cool. Durch die Verbrennung auf meiner Axt bekommen die halt dauerhaft Schaden. Das ist mega witzig. So, hier tue ich den ganzen Stuff einfach mal so rein. Und jetzt zeige ich euch mal, komme ich so ohne weiteres da rein, ja. Obwohl niemand sieht es hier ja schon. Da fallen die ganzen Monster rein. Und dann werden die hier lang gespült. Und ich finde dieses System so genial gemacht. Es ist super simpel. Und trotzdem super toll funktionstüchtig. Also hier kommen die Spinnen rein, die man dann jederzeit töten kann. Oder dort vorne die Zombies und die Skelette. Hier kann man dann Level farmen und Strings und Spinnenaugen. Hier kann man Eisen holen und Geld nehmen. Und momentan bin ich noch hier oben in der oberen Etage dabei, einen automatischen Cowspawner zu bauen. Das System ist noch nicht ganz fertig. Was aber schon funktioniert, ist die Sache mit dem Wasser. Das zeige ich mal, indem ich den Vorgang ein bisschen beschleunige. Ich nehme hier einfach mal irgendwie ein paar Stacks raus. So. Davon nehme ich noch mal die Hälfte raus. Na super, jetzt hat man es natürlich nicht gesehen, aber ansonsten ist es so, dass das Wasser hier, also erst spawnen Kühe hier unten auf dieser Grünfläche. Und danach alle 2 oder 3 Minuten, glaube ich, kommt dann das Wasser an und spült hier weg. Okay, während ich hier warte, kann ich schon mal die dritte Sache und letzte Sache ansprechen, die ich noch ansprechen wollte. Und zwar meine nette Audioqualität. Die ist nämlich relativ scheiße und darum will ich mir ein neues Mikro kaufen. Ich habe mir auch schon eins ausgesucht. Das kostet 120 Euro. Und ich denke mal, noch dieses Jahr werde ich ein neues Mikro bekommen. Das ist, oder kaufen mir. Nur, dass ihr wisst, dass ihr nicht unter jedes Video schreiben müsst, wie schlecht meine Audioqualität ist. Ich weiß selbst, dass das so ist. Ich würde es auch gerne anders haben, aber ich habe halt momentan nicht die finanziellen Mittel dazu. Hier einfach mal die Sticks wieder rein. Dann werden die wieder hier rüber geschoben. Dann funktioniert das. So, das Einzige, was ich bauen muss, ist das Töten. Denn, naja, es ist momentan noch nicht so effizient, wenn die direkt in der Lava verbrennen. Zusammen mit den Items. Okay, jetzt habe ich Halsschmerzen, weil ich irgendwie die ganze Aufnahme schon ohne Unterbrechung geredet habe. Oh, hat diese Redepause gut getan. Lol, also irgendwie, seit ich die Aufnahme mache, buggt das hier ganz schön rum. Wie ist das Skelett hier reingekommen? Das Spinnen sterbt, sterbt, sterbt. Oh, ist das das Thanksgiving-Huhn? Das ist geil. Guckt euch das Hühnchen an, das ist so krass. Dabei hau ich gleich die Fackeln kaputt. Wo ist das Hühnchen? Wo ist das Hühnchen? Nein, ich muss das Hühnchen töten. Nein, wo ist es hin? Da. Da bekommt man super cooles Sachen raus, ja. Oh, ist das schnell. Ah, du bist schnell. Okay, man bekommt nur gebratenes Hühnchen und dann dieses Thanksgiving Food, Thanksgiving Turkey. Und wenn du das, du kannst damit Rechtsklick machen, dann wird dein Hunger von 0 voll geheilt und du bekommst 8 Herzen voll geheilt. Nur dadurch, dass du Rechtsklick machst. Also so hier könnte ich dann Rechtsklick machen, dann verschwindet das und dann bekomme ich halt meinen Hunger voll geheilt. Und das finde ich auch richtig nice, diese Aktion. Das sind so die Sachen, die mir an Pitforge gefehlt haben, diese Special-Sachen halt. Hier diese, vor allem diese Warp-Events, diese Loot-Events. Wo halt wirklich, wo du einfach da sein musst und dafür richtig geilen Stuff bekommst. Okay, ich gehe nochmal zum Shop und verkaufe das. Okay. Hier die Strings, das sind viele. Und dann da drüben die Augen, die Spinnenaugen, die bringen eigentlich am meisten. Die bringen halt einfach. Warte, du kostest hier 30 für 16 und die bringen, glaube ich, viermal mehr. Die bringen pro 4 Spinnenaugen, glaube ich, auch 30.
Damit kann man immer so ein bisschen Geld nebenher machen. Ich kann dann mal gucken, wie viel Geld ich insgesamt habe. Ach man, immer diese Leute, die einem direkt vor die Schilder laufen. Bitte macht sowas nicht. Das ist nervig. Okay, die 6 Strings brauche ich nicht. Okay, das mal slash money. Wieder verschrieben. More. Okay. 251.000. Das ist doch mal eine Zahl. Ah, super. Ich habe sogar eine durch 4 teilbare Zahl an Spinnenaugen. Das heißt, es bleibt nicht mal was übrig. Gucken, wie viel wir jetzt schon an Money haben. 252.000. Und jetzt sind es 253.000. Also mal ganz easy und schnell nochmal. Haben wir insgesamt 4.000 etwa plus gemacht. Nur dadurch, dass ich XP genommen habe und dann die Strings sind ja eigentlich nur die Nebenprodukte verkauft habe. Ich denke mal, das Eisen hier, das nehme ich mir einfach auch mal raus und verkaufe das, dass ich so ein bisschen was zum Zeigen habe für die Folge. Dass ihr seht, wie super krass cool unsere Farben sind. So. Genau. Das ist aber nicht gut, dass da so viel Mohn ist. Kann man den eigentlich auch verkaufen? Erstmal wieder vollfüllen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, aber erstmal, ich crafte mir daraus Eisenblöcke. Oha, wir werden so viel Money bekommen. So viel Money. Das ist unglaublich. Ein Stack Eisenblöcke, easy. Also, infinite Eisengolem-Spawner ist gleich OP. Hoch. Unendlich. Halt Infinity. 2 Stacks Eisenblöcke, alles klar. So. Jetzt will ich mal gucken, ob man das auch verkaufen kann. / Shop. Wenn ja, dann nehme ich einfach mal noch ein paar Stacks Rosen mit. Wenn nicht, dann werfe ich die an den Spawn und trap ein paar Leute. Wo könnte das sein? Vielleicht hier. Kann man nicht. Na. Hier vielleicht irgendwo? Nee. Wo könnte sowas noch passen? Hier, der letzte Punkt, wo sowas passen könnte. Tut es nicht. Also mache ich einfach mal / Shop. Also ob ich im Shop noch mal warten muss, bis ich am Shop bin. So, genau. Und dann gehe ich mal ein paar Leute ärgern, indem ich einfach eine Metapher Rosen genau auf den Spawnpunkt vom Shop werfe. So, viel Spaß, liebe Leute, die hier spawnen. Ich warte jetzt mal, bis da jemand spawnt. Lol, wie halt die Leute die Rosen einsammeln. Das ist witzig. Okay, F Home. Also die Rosen. Nee. Eisen. Man kann sich übrigens auch super schön hinstellen an den Grinder und die Eisengolems hier mit Plünderungsaxt oder Schwert schlagen, dann bekommt man noch mal ein bisschen was mehr raus. Hey, wieso bekomme ich die ganze Zeit Strings ins Inventar? So. Also, die Teile brauche ich nicht. Hier einen hin, da einen. Da was hin und jetzt das ganze Eisen raus. Ups, so war das, glaube ich, nicht geplant. Okay, irgendwie ist in der einen Truhe immer mehr als in der anderen. Ich weiß nicht warum. Jetzt werfe ich die einfach so raus. Okay, das letzte Eisen, was ich jetzt mitnehme. Hier in der Eintruhe kommt irgendwie immer viel mehr an als in der anderen. Ich verstehe das nicht. Wir werden halt locker 3 Stacks Eisenblöcke zum Verkaufen haben.
Ich frage mich, ob das eigentlich ein Inventar komplett voll wäre. Also ein Eisenblock ist gleich eine Reihe Inventar voll Eisen. Ja, wenn wir die Eisenblöcke alle auseinandercraften würden, hätten wir ein Inventar komplett voll mit Eisen. Ein komplettes Inventar Eisen. Okay, das hier spare ich. Oder hier liegt doch bestimmt irgendwo noch 3 Eisen. Hier liegen 4 Eisen. Ansonsten bei den Zombies hätten auch noch was gelegen. So, nochmal Slash. Nee, ich gebe Slash Spawn ein. Nicht, dass ich meine eigenen Rosen einsammle. Okay. Mal gucken, wann war eigentlich das letzte Endwall schon wieder 17 Minuten her? Okay. Bevor ich die Eisenblöcke verkaufe, liegen die Rosen da. Lol. Sind nur ein bisschen nach vorne gewandert. Ah, der Typ hat die ganzen Rosen eingesammelt. Was macht er jetzt? Nein, ich habe auch welche eingesammelt. Er wirft sie halt auch raus. Ich finde das total witzig. Okay, jetzt hier hinten. Eisenblöcke. Verkaufen 350 pro Stück. Wir haben 5 Stacks. Naja, 4,5 Stacks. Ich glaube, da kommt jetzt ein bisschen was an Geld zusammen. Alle Eisenblöcke sind verkauft. Money. 348k, alles klar. 100.000 plus gemacht, einfach mal so. Easy, 100.000 plus. Ich würde sagen, obwohl, nee, warte, ich guck mal, wie weit das Envoy noch ist, dann warte, mache ich noch einen Envoy mit. Wie lange ist es schon her? 20 Minuten, okay. Ich gehe nochmal ins F-Home und save ein paar von meinen Sachen, diese hier. Tue ich einfach hier unten in meine Kiste rein. Und dann gehe ich zum Warp Desert. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ein Void ist. Ach ja, eine Sache, die ich noch zeigen will. Also einerseits habe ich mir gerade ein cooles Schwert gekauft. Das ist zum Beispiel Range 5 und Lifesteal. Und dann habe ich hier so eine Ender Chest voller super coolen Equipment hier, wo irgendwelche krassen Verzauberungen drauf sind. Hier das Kill Aura 4 Schwert, das ist richtig krass. Ansonsten hier ein bisschen sehr gute Rüstung. Dann kann es sein, dass ich irgendwie einen falschen Helm aufhabe. Nee. Okay, nee. Denn meine hat Arrow Deflect und das finde ich ist eine richtig gute Verzauberung. Und da kommt das World Event. Ich will Kisten haben. Und diesen Spieler dort vor mir töten. Oh, da ist eine Kiste. Oh mein Gott, der Typ greift mich zum Glück nicht an. Okay, da hatte Schrott dabei. Ein schlechtes Buch. Noch mehr schlechter Stuff. Nächste Kiste. Noch mehr schlechter Stuff. Okay, vor dem Guy habe ich Angst. Hat er vor mir auch Angst? Okay, der hatte auch nur Schrott dabei. Ach komm, ich habe immer so Angst, dass ich sterbe. Ich bin gerade im Combat, also ich könnte mich auch nicht mal ausloggen. Aber ich habe meinen Thanksgiving Turkey mitgenommen. Das ist ein bisschen beruhigend, so vom Gefühl her. Nur damit ich weiß, dass ich mich jederzeit um 8 Herzen voll heilen könnte. Aber es ist auch das einzige Beruhigende. Oh lol, hier ist wohl jemand gestorben. Und ich kann seinen Stuff nicht einsammeln. Alles klar. Ach ja, das stimmt, da gibt es so einen Schutz, damit man nicht irgendwie Sachen abgreifen kann. Nur derjenige, der die Spieler getötet hat, kann den Stuff auch aufsammeln. Finde ich irgendwie blöd. Denn ich könnte ihm jetzt hier super viel coolen Stuff holen. Naja, ich weiß nicht, ob er cool ist, aber auf jeden Fall viel Stuff holen. Mal gucken, ob ich noch irgendwo eine Kiste finde. Na gut, hier beim Dorf wird schon alles weg sein. Oh fuck, da ist ein Hacker. Hacker. Durch Hacker wird da schon alles weg sein. Ja, ich glaube auch, dass man so spielt. Ich glaube auch, ich bin da mal weg, gell? Ja, genau. Guckt euch das Hacker-Dings an. Ich heile mir mal mein Herzen voll. Ich würde mir das jetzt immer... Ich meine, ja, genau, guckt's euch halt an. Guckt's euch an. Guckt's euch an, was soll man machen, ja? Gegen sowas hat man dann keine Chance. Ich meine, guckt euch die Range an, ja? Die Range ist jetzt... Oh mein Gott, da kommt der nächste Hacker. Hacker versus Hacker, ich muss hier weg.
Ich hoffe, ich kann das Video irgendwie einreichen. Oh, das war echt mega knapp. Ich renne hier mal so ein bisschen aus dem Gebiet raus. Okay, ich bin jetzt auch nicht mehr im Combat. Also mache ich jetzt hier Slash F-Home. Und sneaken. Es darf mich niemand sehen. Ich meine, die Hacker, die haben eh Name-Tag-Hack an, dass sie einen durch Wände und so überall durchsehen. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es überlebt. Oh mein Gott. Das war echt heftig böse. Aber ey, diese Range, ja? Wie kann man so dreist hacken? Das ist schlimm. Warum? Jede Menge Schrottbücher. Okay, naja. Das habe ich noch aus dem Envoy bekommen. Und jede Menge anderen Schrott kann ich schon die nächste Kiste anfangen hier. Okay, ich würde sagen, das war wieder eine richtig krasse Folge. Vor allem am Ende nochmal mega spannend. Interessant, dass ich doch überlebt habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao. Übrigens, guck mal, das sieht mega cool aus. Okay, bis denne. Ciao, ciao.